mit der Freistoßflanke. Und dann Gernot Trauner, wie so oft, steht er gleich zweimal richtig. Zunächst mit dem Kopf und dann mit dem Fuß geklärt. Aber Sturm macht das sehr gut. Das war kein Abseits. Und das ist die Führung. Thorsten Röcher mit dem 1-0. Natürlich überragend macht. Genauso wie die Vorarbeit. Also das war ein echter technischer Hochgenuss, dieses Sturmtor. Von allen drei Beteiligten. Aflonitis, der das dann mit der Ferse vorbereitet.